Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. Und wann hattest du dein inneres Coming-out? Das kam eigentlich relativ spät. Ich hatte für ganz lange Zeit in meinem Leben Probleme, bei denen ich nicht wusste, wo kommen die her, was ist da die Ursache. Transsexualität war für mich ein Nichts-Ding bis weit in meine frühen 20er. Dann bin ich doch komplett durch Zufall darauf gestoßen und dann war das Problem auf einmal erstmal größer. Denn da war ein möglicher Ausweg, aber den zu gehen war extrem schwierig, weil ich wurde bei meiner Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen. Und es ist schwierig, wenn man dann gerade so natürlich subjektiv gefühlt spät im Leben, in den frühen 20ern, auf einmal das in Frage stellt. Das ist für viele Menschen ein großes Problem. Das heißt, ich habe dann erst mal lange Zeit mit mir selbst auch gehadert, ob ich diesen Weg überhaupt gehen will und kann, weil ich war an keinem guten Punkt in meinem Leben. Und wenn man ohnehin mit Selbstbewusstsein und solchen Dingen ein bisschen Probleme hat, dann diesen Schritt zu wagen, so erstmal für sich selbst und dann auch nach draußen zu gehen, das ist wirklich, also es war für mich persönlich auch sehr hart. Aber ich habe dann sehr schnell erlebt, dass ich, obwohl ich natürlich immer noch nervös war, gerade in der Anfangszeit, sehr schnell deutlich ein Selbstbewusstsein gewonnen habe. Und der schwerste Schritt, nämlich das Outing gegenüber meinen Eltern, ist dann auch mehr oder weniger selbst passiert. Also meine Mutter hat Korrespondenz gefunden, in der das Ganze so halbwegs klar war. Nicht hundertprozentig klar, weil im Titel stand der Name einer Jugendgruppe aus München. Und in dieser fielen dann eben die Begriffe schwul, lesbisch, transsexuell und so weiter. Und meine Mutter wusste dann nicht, was genau davon zutreffend ist. Und dann gab es einen sehr seltsamen Abend, in dem ich mich zu ihr gesetzt habe und mit ihr gesprochen habe. Und sie hat in keiner Sekunde durchblicken lassen, was sie schon wusste. Und ich habe es dann irgendwann geschafft, es so ein wenig herauszuwürgen. Und sie hat mich dann aufgeklärt, dass sie das schon fast wusste. Der Rest war dann im Vergleich fast leicht. Ich habe ein sehr, sehr langsames Outing eigentlich erlebt, in dem ich ganz nach meiner eigenen Geschwindigkeit mich selbst, was mein eigenes Verhalten angeht oder auch was Dinge angeht wie Präsentationen in der Öffentlichkeit, da habe ich versucht, möglichst keinen Zack-Schnitt hinzukriegen, weil das wäre für die Menschen um mich vielleicht schwierig geworden. Das wäre für mich sehr persönlich auch schwierig geworden, weil ich habe das einfach damals für mich so gesehen, wenn ich von einem Tag auf den anderen das ändere, dann weiß ich nicht, ob ich das Selbstbewusstsein habe, in dieser Rolle souverän aufzutreten. Aber das war mir einfach unglaublich wichtig, dass ich den Menschen zeigen kann, das bin ich, so bin ich selbst viel glücklicher, so bin ich selbst viel souveräner. Und durch dieses sehr langsame Outing habe ich dann wirklich einfach Tag für Tag immer so ein klein bisschen mehr. Und selbst heute, sage ich mal, ist das noch nicht komplett beendet. Aber ich bin einfach jetzt an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt ist das so weit voran, dass ich einfach glücklich leben kann. Und wenn ich mich heute gegenüber Menschen outen muss, dann ist das so ein, ich sage einen kleinen Fakt, wie wenn andere Leute ihr bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht auch irgendwo auf ein Papier schreiben. So ist das für mich, wenn ich Menschen sage, hey, das bin ich. Und ja, also es ist heute kein großes Thema mehr für mich.